Hallo ihr Lieben! Endlich ist es möglich, mit Hilfe von Instagram-Filtern die Haarfarbe virtuell zu verändern. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Hair Segmentation-Effekt ganz einfach in eurem Filter implementieren könnt. Zwar gibt es dazu schon einen fertigen Template von dem Programm Spark AR, allerdings ist dieses ziemlich unübersichtlich und ja, nicht gerade anfangs so leicht zu begreifen. Aus dem Grund zeige ich euch, wie ihr diesen Effekt ganz einfach von Null auf in eurem Filter implementieren könnt. Und das Ganze ist geteilt in 3 Schritten. Als erstes zeige ich euch, wie ihr mit einem kleinen Trick besonders realistisch aussehende, ja, glänzende Haare zaubern könnt. Und wie ihr auch noch verschiedene Haarfarben mit einem Screen-Tab kontrollieren könnt sozusagen. Dann zeige ich euch auch noch, wie ihr das Ganze mit einem Color LUT kombinieren könnt. Und zuletzt gibt es ein kleines Special für die Haare. So viel sei verraten, es wird glitzernd. Viel Spaß mit dem Video. So, hier sind wir im Spark AR Programm. Und als erstes geht ihr hier einmal auf die Kamera in der Scene und auf der rechten Seite findet ihr jetzt unter Segmentation die Hair Segmentation. So, wenn ihr draufklickt, müsst ihr erstmal hier auf Remove Facebook klicken, denn die Hair Segmentation ist nur für Instagram verfügbar zurzeit. Und hier seht ihr dann auch schon unsere Hair Segmentation unter der Texture. Und die können wir jetzt auf etwas anwenden, und zwar zum Beispiel auf ein farbiges Rectangle. Das füge ich einmal hinzu. Bringe es einmal auf die volle Höhe und die volle Weite. Füge dem Ganzen ein Material hinzu und benenne das mal erstmal um. Rename, und zwar auf, ja, Hair. Das wird nämlich quasi unsere Hair-Textur. Rename Hair. Und dann ändere ich den Shader-Type einmal zu Flat. Dann wird das halt einfach weiß. Also die Farben sind dann quasi echter. Und unter Color kann ich jetzt eine jegliche Farbe auswählen, die ich auf meine Haare projiziert haben möchte. Ich nehme mal hier so einen Blauton. Und um das jetzt auf die Haare zu projizieren, gehe ich unter Alpha auf diesen Haken hier und füge unter der Texture die Hair Segmentation Texture ein. So, und jetzt ist quasi die blaue Textur auf den Haaren. Bei diesem Herrn sieht man das noch nicht ganz so gut, deswegen ändere ich jetzt einmal hier so die Person im Video. Und genau, jetzt haben wir hier die blaue Textur auf dem Haar. Es sieht aber noch nicht so toll aus, wie ihr es sehen könnt. Und jetzt könnt ihr unter der Blend Mode einfach verschiedene Blend Modes ausprobieren. Jetzt haben wir hier die Blend Mode Alpha. Ich mache mal Add. Sieht auch noch nicht so super aus. Am besten, finde ich persönlich, ist immer Multiply. Und ja, jetzt haben wir hier quasi so einen Blauton auf den Haaren. Sie hat hier schwarze Haare, da sieht man es nicht ganz so deutlich. Man kann sie auch ein bisschen abschwächen, aber... Genau, es ist ein Blauton. Ich mache mal die Kamera an. Jawohl. Und hier könnt ihr mich sehen. Und ja, ihr seht, bei mir sieht das Ganze ein bisschen deutlicher aus mit den blonden Haaren sozusagen. Und ja, das ist jetzt der Ton. Sieht ganz gut aus, aber noch nicht so, wie ich ihn möchte. Und zwar möchte ich, dass er richtig glossy aussieht. Und dafür gibt es einen kleinen Trick, den ich euch jetzt zeige. Und zwar müsst ihr unter der Camera Texture auf Texture Extraction klicken. Und jetzt haben wir hier in den Assets Panel die Camera Texture. Und die zieht ihr einmal in den Patch Editor. So, dann geht ihr wieder auf eure Haarstruktur und wählt jetzt die Texture hier aus. Jetzt haben wir hier die Texture. Und jetzt gehen wir einmal auf den Patch Editor und suchen nach dem Patch Blend. So, jetzt haben wir hier den Blend Patch. Und mit diesem Patch können wir 2 Texturen verbinden und dann hier hinführen. Dafür ändere ich hier nochmal kurz die Farbe zurück auf weiß. Das mache ich hiermit. So, jetzt ist wieder weiß in der Mitte. Jetzt ist nichts mehr mit meinen Haaren los. Und jetzt ändere ich die Farbe innerhalb des Patch Editors. Dafür mache ich hier nochmal einen Doppelklick und suche nach dem Patch Value. Und ich ändere das Ganze hier unten in der Einstellung. Da haben wir jetzt Number stehen und ich möchte das hier in Color ändern, sodass ich da quasi eine Farbe eingeben kann. Und ihr könnt euch schon denken, ich suche mir jetzt hier nämlich wieder den Blauton heraus, den ich vorher da oben eingestellt hatte. So, diesen Blauton tue ich hier einmal in die Source rein.
Und dann haben wir hier die RGBA von der Camera Texture. Und das Ganze verbinden wir jetzt mit unserer Haartextur. So, jetzt sind meine Haare wieder blau. Und ich ändere das Ganze jetzt mal. Hier in dem Blend Patch ändere ich jetzt nochmal die Blend Mode sozusagen. Und zwar auf Multiply. Sieht dann so aus. Moment, ich mache das hier mal auf Add. Ah, okay. Und hier auf der Blend Mode ändere ich das Ganze auf Add. Und diese Kombi macht eben das hier mit meinen Haaren, dass die halt so richtig, ja, leuchtend aussehen. Und ich kann jetzt hier in der Opacity auch das Ganze nochmal so ein bisschen regulieren. Das ist halt wirklich natürlich, wie so glänzende Haare aussieht. Ich zeige euch das mal, wenn ich die Opacity runter mache. Das ist meine Naturhaarfarbe. Und das mache ich hier jetzt virtuell quasi mit dem Patch Editor. So, jetzt haben wir hier natürlich nur eine Farbe und ich möchte jetzt aber, dass wir verschiedene Farben innerhalb eines Filters mit einem Screen Tab regulieren können. Und wie das geht, zeige ich euch auch nochmal kurz. Ich mache das hier nochmal kurz hoch. So. Und zwar brauchen wir dafür einen Patch, der heißt Option Picker. Den setzen wir hier einmal ein. So. Dann brauchen wir einen Counter. Counter Patch, den setzen wir hier auch ein. Und dann brauchen wir einen Screen Pen. Nee, das war nicht. Screen Tab. So, der war das. Screen Tab Patch. Okay. So. Der Option Picker ersetzt quasi gleich diesen Value Patch hier. Deshalb können wir den hier einmal löschen. Und wir ändern bei dem Option Picker, krieg ich einmal weg. Und wir ändern bei dem Option Picker wieder hier das Ganze into Color. Und jetzt können wir hier nämlich verschiedene Farben sozusagen einstellen. So, ich nehme jetzt hier mal wieder so einen Blauton. Und unter dieser Option nehme ich dann so einen Rosaton. Und hier sowas hier, Aprikot-mäßig. Und hier vielleicht sowas Grünes. Und den letzten, das ist einfach schwarz. So, und wozu haben wir jetzt die anderen Tabs hier, anderen Patches hier? Wir verbinden jetzt den Screen-Tab mit dem Counter-Patch. Und jedes Mal, wenn wir auf dem Bildschirm klicken, wird quasi mit dem Counter-Patch gezählt. Und wir wollen, dass das Ganze bis 4 geht, also quasi 5 verschiedene Zählweisen, also von 0 bis 4, 5 verschiedene Zählinstanzen sozusagen. Und diesen Counter verbinden wir jetzt mit dem Option Picker. Jetzt haben wir hier nämlich eine 0 stehen, weil wir noch eine 0 zählen. Sobald wir einmal auf den Bildschirm tippen, haben wir dann hier eine 1 stehen und es wird die nächste Color gepickt sozusagen. Ihr werdet es gleich sehen. Und den Option Picker verbinden wir noch mit der mit dem Blend Patch. Und jetzt habe ich wieder blaue Haare. Und jetzt aktiviere ich hier oben einmal den Simulated Touch. Und kann mich hier einmal munter durchklicken. Habe mehrere verschiedene Optionen. Und ja, der vierte ist wieder der blaue. Oh, ich sehe gerade, es wechselt doch nur zwischen 4. Dann ändere ich hier den Counter doch mal eben zu 5, damit wir auch wirklich die 5 Optionen haben, damit das Schwarze auch angezeigt wird. Jetzt haben wir hier das hier. Und jetzt haben wir hier den schwarzen, oder? Nee? Das ist der schwarze, genau. Und zwar passiert bei Schwarz einfach gar nichts, wie ihr sehen könnt. Also dann ist es einfach die Naturhaarfarbe. Und der Rest ist sozusagen, ja, die Haarfarbe, die wir hier ausgewählt haben. Okay, soweit, so gut. Natürlich muss ich hier anmerken, dass ich in dem Fall, ja, blonde Haare habe und das eben mit dieser Blend Mode sehr gut funktioniert. Wenn ihr jetzt dunklere Haare habt, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Dann zeige ich euch das nochmal an dieser Person hier. Genau. Ja, obwohl hier sieht man es auch ganz gut. Aber ihr könnt das natürlich ganz für euch nochmal hier an dem Patch ausprobieren. Was für eine Blend Mode ihr haben möchtet. Gut, Screen sieht jetzt nicht so gut aus. Oh, das sieht auch noch nicht so gut aus. Ich glaube, Divide ist auch noch ganz cool. Also, da könnt ihr für euch das nochmal austesten. Ich finde Multiply mal persönlich am schönsten und realistischsten. Okay, also jetzt habe ich euch gezeigt, wie ihr quasi eure Haarfarbe verändern könnt, wie ihr das Ganze so ein bisschen glossy aussehen lassen könnt, so ein bisschen realistischer, indem ihr hier die Camera Texture verwendet.
Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr das Ganze mit einem Fast Color LUT kombinieren könnt. Und dafür gehen wir hier einmal wieder unter Add Object und fügen ein Rectangle hinzu. So, perfekt. Jetzt haben wir in diesem Canvas ein Rectangle. Und den mache ich mal wieder auch Fill with Full Height. Füge jetzt ein neues Material hinzu und benenne das mal einmal um. Und zwar in LUT. Also in ein Color LUT, damit ja unser Filter irgendwie nicht nur so eine gewöhnliche Farbe hat, sondern vielleicht auch so eine gewisse Farbstruktur. Genau. Und dann füge ich hier auch noch jetzt ein Face Mesh hinzu, denn ich möchte auch den Fast Color LUT einmal auf dem Face Mesh anwenden, wodurch wir dann quasi ja später auch irgendwie einen Retouch anwenden können, wenn wir wollen. Und hier seht ihr schon das erste Problem, und zwar schimmert quasi das Face Mesh hier nur so ein bisschen durch, und das lösen wir gleich zusammen. Dafür fügen wir dem Face Mesh als erstes ein neues Material hinzu und benennen das einmal wieder um. So, rename Face. Alles klar. Und jetzt müssen wir bei dem Material einmal, ich lasse das mal kurz bei Standard, dann könnt ihr es besser erkennen, einmal unter Advanced Render Options den Use Depth ausstellen und den Right to Depth ausstellen. Okay, da passiert noch nichts. Was daran liegt, dass wir hier den Face Tracker mit dem Face Mesh noch über dem Canvas haben. Und das Ganze wechseln wir mal. Dafür ziehe ich einmal den Canvas über den Face Tracker. So, und jetzt sehen wir hier unser Gesicht. Genauso wollen wir das haben. Aber wir sehen hier jetzt die Haare noch nicht. Und deswegen müssen wir hier einmal noch ein Canvas hinzufügen. Den setzen wir einmal unter den Face Tracker. Jetzt ist er hier drin angereiht. Er muss aber einfach nur da runter. Ich mache ihn mal so, jetzt unter dem Mikro. Soll mir auch recht sein, Hauptsache er ist da runter. Und jetzt fügen wir hier einmal unser Haar ein. So, und jetzt wird unser Haar nämlich sichtbar, weil alles, was tief in der Scene liegt, liegt oben oder hoch quasi letztendlich im Filter. Deswegen ist unsere Hair Structure jetzt ganz weit oben und wir sehen sie quasi. Und deswegen muss ich das einmal hier so ändern. Okay, dann können wir jetzt einmal beginnen, hier die Farben einzufügen. So, dafür müssen wir als erstes den Shader Type hier oben zu Flat ändern und dann auf den gelben Pfeil neben Texture klicken. Und jetzt haben wir unsere LUT Texture hier im Patch Editor. Das gleiche machen wir auch mit dem Face, auch einmal auf zu Flat ändern. Dabei aber nochmal unter Render Options diese zwei Haken unter Use Depth und Right to Depth ausstellen und dann die Texture in den Patch Editor einfügen. So, perfekt. Und jetzt brauchen wir noch den Fast Color LUT Patch von Josh Beckwith, der super nützlich ist und den man in allen möglichen Filtern verwenden kann. Den ziehe ich hier einmal rein. Und dazu ein passendes LUT, den ich auch in den Assets Panel mit reinziehe. Hierbei klicke ich einmal auf der rechten Seite auf No Compression. Und jetzt füge ich das LUT und den Fast Color LUT Patch einmal hier den Patch Editor hinzu. Mache ich hier ein bisschen Platz. Und verlinke jetzt die Camera Texture mit der Texture vom Fast Color LUT und die RGBA LUT Texture mit dem Fast Color LUT. Diese beiden Texturen, die lasse ich so, aber den Face, die Face Texture ziehe ich noch einmal nach unten und kopiere mir quasi diese beiden nochmal mit Copy und Paste. So, jetzt habe ich hier den Fast Color zweimal. Und hier brauche ich jetzt nicht die Camera Texture, sondern ich brauche die Face Texture. Die kriege ich, indem ich auf den Face Tracker klicke und dann hier auf den Plus, auf das Pluszeichen nehmen, Texture Extraction. So, jetzt haben wir hier die Texture Extraction von dem Paste und das ziehe ich hier noch einmal rein. Und diese RGBA verbinde ich hier mit der Texture.
Und dann verbinde ich das Ganze hier einmal mit dem Faskalat und auch hier nochmal mit dem Faskalat. So, jetzt haben wir hier noch diesen doppelten Augen- und doppelten Mundeffekt. Um das dem loszuwerden, müssen wir einmal den Haken neben Eye und Mouth bei dem Face Mesh ausstellen. Perfekt, jetzt haben wir hier einen Latt drauf und auch die Haarstruktur. Und damit die Haarstruktur quasi auch mit dem Latt multipliziert wird, verbinden wir hier jetzt den Fast Color Latt von unserem großen Rectangle quasi, nicht vom Face, hier mit der Destination, mit dem Destination Port von dem Blend Patch. Und jetzt haben wir hier quasi unsere Haarstruktur, die quasi das Produkt ist aus einer dieser Farben und unserer Kameratextur, die quasi mit dem Fast Color Latt ja, farblich verändert wurde. Und so sieht das Ganze dann aus. Jetzt kann ich hier nochmal den Simulated Touch, habe ich schon an, nutzen und hier auch nochmal die Farbe verändern. Oh, das finde ich, sieht ganz cool aus. Und genau, so könnt ihr quasi ein Fast Color Latt anwenden auf ein Gesicht mit der Hair Segmentation. Und jetzt könnt ihr dem dann natürlich auch nochmal ein Retouch hinzufügen, wenn ihr das möchtet. Das mache ich eben nochmal kurz vor. Dann habe ich hier ein Face Mesh. Der muss natürlich dem Face Tracker hinzugefügt werden. Rename Retouch. Hier füge ich dem eben auch nochmal ein Material hinzu. Rename Retouch. Und ändere das Ganze hier zu Retouch. So. Und jetzt seht ihr, ist quasi das Gesicht ein bisschen geretouched, wenn ihr das haben möchtet. Und ihr habt eben auch die veränderte Haarstruktur. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss noch einen kleinen Trick zeigen. Und zwar, wie ihr so einen Glitzereffekt in eure Haare zaubern könnt. Dafür müsst ihr als erstes ein neues Rectangle hinzufügen. Unter dem unteren Canvas. So, ich füge jetzt einfach mal hier ein Rectangle hinzu. Das bringe ich jetzt auf die volle Höhe und die volle Weite natürlich. Und dem Ganzen füge ich wieder ein Material hinzu. Und benenne das einmal um zu Glitter. Und hier oben einmal auch Rename Glitter. Okay, diesem Material, das ändere ich einmal zu Flat. Und unter Texture klicke ich jetzt hier auf New Animation Sequence. Denn wir wollen ja hier eine neue Animationssequenz hinzufügen. Auch die benenne ich einmal um zu Glitter. Und dann füge ich hier unter der Animation Sequence eine New Image Sequence hinzu. Und zwar diese vier Dateien hier. Das sind einfach solche ja, Glitzerbilder hier. Die habe ich einfach mit der App PixArt erstellt, wie ich euch das schon in früheren Tutorials immer wieder gezeigt habe. Und genau, davon habe ich dann vier verschiedene erstellt. Und die füge ich jetzt einfach mal ein. So, und jetzt sehen wir schon, es glitzert so ein bisschen. Es hakt hier gerade ein bisschen. Und jetzt glitzert es gerade noch überall, also auch auf dem Gesicht und so. Und ich möchte, dass das aber nur auf den Haaren passiert. Und das können wir ganz einfach umstellen, indem wir hier wieder auf das Glitzermaterial klicken. Und dann unter Alpha auf die Textur und dann hier eben die Hair Segmentation Texture auswählen. So, und jetzt glitzern quasi nur noch die Haare. Und ja, hier könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, quasi die Opacity nochmal runterdrehen. Und genau, das wollte ich euch nur einmal zeigen, da ihr quasi ja diese Art von Technik auch mit anderen Sachen anwenden könnt. Jetzt habe ich hier eine Glitzeranimation. Ihr könnt auch jegliche Animationssequenz quasi so auf eure Haare abbilden. Und genau, das wollte ich euch auch nur einmal zeigen. Und wenn ihr den Effekt noch mit einem Slider kontrollieren wollt, könnt ihr es auch ganz einfach machen, indem ihr einfach einen Slider-Patch eurem Effekt hinzufügt und dann die Glitter-Textur unterhalb der Animation-Sequence in den Patch-Editor ziehen. So, genau. Bei dem Slider-Patch einmal den Visible-Haken aktivieren und dann ein Multiply-Patch suchen. Zack. Die RGBA von eurem Glitzer sozusagen damit verbinden. Und dann unter der Glittertextur auf den gelben Pfeil neben Texture klicken. Bei dem Glittermaterial sozusagen.
und das Ganze verbinden. Und schon habt ihr einen Slider, mit dem ihr quasi euer Glitzer sozusagen regulieren könnt. Ich hoffe dann, dieses Tutorial hat euch geholfen. Falls ja, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo von diesem Kanal, denn ich erstelle regelmäßig Tutorials zu SparkIR. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.